Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück bei unseren Briten. Willkommen zurück bei Churchill im Jahr 1942. Ihr werdet euch sicher noch erinnern an die dramatischen Ereignisse der letzten Staffel. Es gab zwei große Kesselgefechte, einen im Norden und einen im Süden. Im Norden dafür waren wir im Wesentlichen verantwortlich. Im Süden waren es die Franzosen. Unterm Strich schätze ich, dass mindestens 1 Million deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft geraten sind oder getötet wurden. Und das war ein entscheidender Schlag gegen das Deutsche Reich. In der Konsequenz konnten wir weiter vorrücken und sind nun fast überall, stehen wir an der Elbe, die aber jetzt wiederum hart verteidigt wird durch die verbleibenden deutschen Divisionen. Das wird die entscheidende Schlacht sein hier, also der Übertritt über die Elbe. Wenn das geschieht, dann wartet dort Berlin, dann wartet Hamburg und dann wartet vermutlich dort die Kapitulation des Deutschen Reiches. Aber gleichzeitig rücken hier die Mittelmächte im Osten weiter vor und es ist schon die Schlacht um Stalingrad ausgebrochen, so wie es aussieht. Im Moment sind hier keine Gefechte, aber immer mal wieder, schätze ich mal. Und wenn Stalingrad fällt, dann könnte es allerdings schwierig werden. Das sind 30 Siegpunkte, dann, also das heißt schwierig, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Sowjetunion kapituliert. Dann würde das gesamte Gebiet, ich weiß nicht, polnisch oder deutsch werden, keine Ahnung. Und dann haben sie natürlich freie Hand, ihre ganzen Divisionen hier uns entgegenzuwerfen. Wenn wir vorher das Deutsche Reich besiegen, also wenn es kapituliert, dann würden die deutschen Divisionen natürlich aus dem Spiel sein. Dann würden es die ganzen polnischen Divisionen sein, die allerdings natürlich den gesamten Nachschub dann haben aus der Sowjetunion, beziehungsweise die ganzen Industrien, die sie nutzen können. Außerdem gibt es noch Lettland, Finnland, Estland, Litauen. Ja, ihr seht, also die Gefechte hier sind noch lange nicht vorbei. Die Frage ist, falls das Deutsche Reich kapituliert, wie schnell können wir vorrücken, um zum Beispiel Warschau und so weiter einzunehmen? Das wird dann auch nochmal interessant werden. Das ist so ein mittelfristiger Ausblick. Wenn wir jetzt bei den großen Linien sind, muss man sagen, nehmen wir an, das klappt alles so planmäßig, dann wird sich der Schauplatz hier in den Osten verlagern, dann geht es gegen Japan und das wird nochmal ein ganz anderer Krieg werden, denn wir haben hier, so wie ich das sehe, keine relevante Landgrenze, das heißt, das wird ein ganz übler, widerlicher Seelandungskrieg werden, der eigentlich nur zu gewinnen ist, wenn wir die Seehoheit haben. Und ob wir die Seehoheit gegen Japan haben, das weiß ich nicht, möchte ich fast ein bisschen bezweifeln. Und selbst wenn wir sie hätten, wird das immer noch ein heftiger Kampf werden. Ein heftiger Kampf hier mit ja, 150 Divisionen vielleicht, die Japaner aufbringen können. Also das wird nochmal eine ganz andere Nummer. Gut. So, das heißt aber, dass wir jetzt schon bestimmte Hebel umlegen müssen, um uns auf diese Flottengefechte vor allem vorzubereiten. Und das heißt für mich auch, dass wir im Bereich Forschung vor allem ein Stück weit umsteuern werden und auch was die Produktion der Schiffe betrifft und. Ja, also das will ich einfach nur mal sagen, weil bestimmte Entscheidungen jetzt davon abhängen. Soweit erstmal zu den großen Linien. Ein zweiter Punkt noch, das hat so ein bisschen die Gemüter erregt, die Tatsache, dass wir hier beim letzten Mal am in der letzten Folge den Vereinigten Staaten Flottenstützpunkte gegeben haben im Austausch zu 43 veralteten Zerstörern. Ja, ich muss mal sagen, im Eventtext war das so als Stützpunkte formuliert und nicht so, wie es jetzt tatsächlich praktiziert wurde, dass gewissermaßen die gesamten Gebiete abgetreten wurden. Im Übrigen auch zum Beispiel Neufundland. Ja, okay, gut. Wir nehmen es mal so als spielmechanische Interpretation von Flottenstützpunkten hin. Jetzt kann man viel darüber spekulieren, ob Churchill sowas gemacht hätte in der Situation. In der Tat glaube ich, diese 43 Zerstörer sind jetzt nicht so notwendig für unsere Flotte, aber wir müssen das mal aus einer globalen Perspektive betrachten. Das ist das erste Mal, dass die Vereinigten Staaten ganz klar sich auf uns zubewegen, ganz klar zu erkennen geben, wir sind irgendwie beteiligt, wir sind verantwortlich, wir kümmern uns, wir mischen uns ein, wir unterstützen euch irgendwie. Und das, ja, und so eine ausgestreckte Hand wollte ich auch nicht wegschlagen. Insofern denke ich, aus diplomatischen Gründen war das durchaus nachvollziehbar, zumal diese Stützpunkte uns ehrlich gesagt sowieso in keinster Weise irgendwie geholfen hätten. Selbst wenn wir in einen Krieg gegen die Vereinigten Staaten gekommen wären, dann hätten die uns auch nichts genutzt, weil ich glaube nicht, dass wir da irgendwie eine Chance hätten. Also, ich glaube, da können wir uns beruhigen. Nehmen wir das als diplomatische Geste. So, jetzt zu den Dingen, die zu erledigen sind.
am Beginn einer Staffel wie gewohnt viel, viel ja, Kleinkram. Das ist einfach so und das muss sein. Es gibt einiges, was wir aufarbeiten müssen, auch im Blick auf die erwähnte neue Strategie. Als erstes kümmern wir uns mal um die Flotte und vor allem um diese neuen Schiffe, die wir hier bekommen haben. 43, ich zeige sie euch mal, wie sie aussehen, also was das für welche sind. Sie haben so ein Muster, das ist die Clemson Class. Ihr seht es, sie haben ein paar Torpedos, Flak ein bisschen dabei, Batterien dabei und ja, und auch Unterwasserbomben, alles natürlich sehr, sehr einfach. Nun ist es so, ich habe ein bisschen rumprobiert und auch wenn es den Eindruck macht, als könnten wir hier was verändern, können wir auch, aber diese Klasse ist sozusagen nicht in unserem Flottendesign verfügbar und das Schlimmste ist, selbst wenn ich neue Designs anlege, ich kann diese Schiffe, auch wenn es hier den Eindruck macht, ich kann diese Schiffe nicht einem unserer Designs zuordnen. Das heißt, unterm Strich, ich kann diese Schiffe nicht umbauen. Obwohl wir die gleiche, ich sag mal, Zerstörerhülle haben. Ich meine, man kann es so ein bisschen realistisch auch betrachten, dass wir einfach andere, total andere Zerstörer quasi gebaut haben und dementsprechend ein Umbau für uns nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Unterm Strich, wir können also diese Schiffe nicht anpassen. Sonst wäre es natürlich richtig cool gewesen, sonst hätten wir da ein paar schöne Spielereien machen können. Wir müssen sie so nehmen, wie sie sind. Aber auch damit kann man sich arrangieren, denn ich werde drei Sachen damit machen. Erstens, ich werde vorhandene Taskforces, also vorhandene Schlachtflotten, damit verstärken, denn bei einigen mangelt es tatsächlich an Zerstörern. Ich werde weiterhin mehr Patrouillenflotten ausbauen, wo wir die Schiffe mit reinmischen. Und ich werde drittens ein paar Schiffe von denen nutzen, so als Jagdschiffe gegen Handelskonvois. Ja, mal gucken, ob das so irgendwie funktioniert. Ich knall die mal zusammen. Ich denke mal, wir machen das so, dass wir diese beiden mal zusammenfügen. Das sind dann nur noch drei Truppen und die packe ich mal hier in diese Flotte mit rein und zwar aus einem Grund. Ich will die dann auch nämlich erstmal zum Training schicken. Also wenn, dann sollten sie auch trainiert sein. Das ist, denke ich mal, nachvollziehbar. Machen wir das mal. Marineübung für alle drei hier. Und wenn die dann irgendwie regulären Status haben, dann verteilen wir sie. Dann kümmern wir uns um diese. Soweit, so gut. Wir werden vermutlich im Laufe der Staffel noch mehr mit Flotten und Flottendesigns zu tun haben. Aber das war im Übrigen noch nicht alles. Es gibt noch ein paar andere Veränderungen, die ich durchführen will. Erstmal können wir noch ein paar Zuteilungen machen. Hier, wir können hier unten zwei Schiffe auch ins Training schicken, die wir gerade ausgebildet haben. Die können dahin. Dann haben wir hier, wenn ich das richtig sehe, ein Kampfschiff, das austrainiert ist. Das bringen wir mal hier unten in die China Fleet mit hin. Ja, die werden wir jetzt sukzessive stärken. So, hier oben alles soweit in Ordnung, denke ich. Hier brauchen wir erstmal nichts machen. Dann haben wir hier unten eine Flotte, die jetzt hier gewissermaßen keinen richtigen Stützpunkt mehr hat. Und ich glaube, ehrlich gesagt, diese West Indies Fleet benötigen wir hier nicht mehr. Die werde ich komplett umbenennen. Die werde ich jetzt als Singapore Fleet bezeichnen. Und wir werden sie in Asien stationieren. Ja, wir werden sie hier zuordnen. Ja, genau, auflösen, das ist in Ordnung. Genau, hier zuordnen und dann dort unten hinschicken. Auf eine weite, weite Fahrt erst einmal. Stationieren wir sie auch dort in Singapur. Ich hoffe, da der Hafen ist so groß, der wird das schon noch aushalten. Okay, das ist die nächste Veränderung. Wir haben damit keine Schiffe mehr in Amerika, aber das entspricht ja auch der Entwicklung jetzt hier. So, dann habe ich gesehen, es gibt noch einen Admiral und zwar einer asiatischen Flotte. Oder nee, es war glaube ich hier unsere Escortflotte, genau, den wir noch upgraden können. Und das ist sehr, sehr gut. Wir können ihn zum Jägerkiller machen. Lademeister, Torpedo-Experte. Ich glaube, Jägerkiller ist für ihn besonders gut als Escort-Admiral. Sehr schön. Die Zuweisung ist dann auch erfolgt. Das wäre es jetzt erst einmal. Wir kommen aber häufig jetzt noch im Laufe der Staffel darauf zurück mit der Flotte. Wir machen mal weiter mit den Flugzeugen. Aber da gibt es gar nicht so viel zu tun.
Denn wir müssen hier noch ein paar Flughäfen neu zuweisen. Hier gibt es ein paar Überfüllungen, sehe ich hier zum Beispiel hier. Da haben sich noch andere raufgedrängelt. Ich würde mal sagen, wir bringen die beiden hier mal hin, auch wenn das ebenso knapp ist. Ja, machen wir es trotzdem. Das reicht fürs Erste. So schnell ist der Nachschub nicht da. So, jetzt kommen wir aber zu unserer Armee. Und da will ich erstmal ein paar Anpassungen machen. Und zwar geht es um die Marines. Da hatten wir ja schon was gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Und hatten aber, glaube ich, nicht genügend Punkte. Das will ich nochmal verändern. Und zwar werden hier auf jeden Fall noch die Pioniere hinzugefügt. Die sind ja sehr wichtig für das, was die Marines machen. Und ich glaube, ich werde das Feldlazarett werde ich austauschen durch eine Unterstützungsluftabwehr. Kann sein, dass die in Gebiete dann landen, wo häufig keine Lufthoheit ist und dann hilft das vielleicht. Das werde ich so speichern, kostet uns 20 Punkte. Okay, wir werden dann mal warten, bis unsere Marines das dann haben. Es müsste ja eigentlich dann sofort zugewiesen sein, genau. Weil wenn sie das dann haben, dann glaube ich, helfen sie sehr, sehr gut auch beim Übertritt über die Elbe. Das hatte ich zu Recht, also das wurde zu Recht angemerkt, dass ich beim Fluss haben sie eben Angriff plus 30% und so weiter. Also das ist schon sehr hilfreich. Das werden wir machen und unsere Marines können auch noch einen eigenen Kommandeur gebrauchen. Und ich nehme mal Alan Cunningham, weil er einfach Angriff 4 hat. Das finde ich in dem Fall sehr praktisch, was die Marines betrifft. So, weil zur Verteidigung sind die ja eh nicht da. Okay, soweit dazu. Dann will ich als neue Truppe Fallschirmjäger nochmal designen. Wir haben hier schon welche. Ich denke, ich werde die mal auf Gefechtsbreite 10 designen, weil man dann mehr wenige hat. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. So, dass man ein bisschen flexibler ist beim Einsatz. Fügen wir einfach hier noch 2 hinzu und dann die entsprechenden Unterstützungen. Da auf jeden Fall Aufklärung, da Unterstützung Artillerie, da auf jeden Fall Fernmelde. Pioniere sollten auch noch mit dazukommen und ich meinte, wenn man die einsetzt, dann hat man eigentlich die Lufthoheit. Dann machen wir mal Panzerabwehr noch mit rein. So, das kostet auch nochmal 60 Punkte, aber ist dann soweit gut. Okay, wir können im Moment, wenn ich das richtig sehe, davon 3 Divisionen ausbilden. Und die Frage ist, ob wir das dann nicht auch gleich machen. Und zwar, das ist ja nicht so aufwendig. Bilden wir gleich mal 3 parallel aus. Ja, warum nicht? Gut, soweit dazu. Dann, was ich schon mal quasi in eurer Abwesenheit gemacht habe, ich habe die Frontlinie nochmal neu strukturiert, dass das soweit läuft. Dann haben wir hier noch eine Einheit irgendwo in der Karibik rumstehen. Die würde ich sagen, verschiffen wir in die Heimat. Die brauchen wir da auch nicht mehr. Die kommt hier nach Portsmouth, wo alles immer ausgebildet wird. Ja, eine lange Reise. Und dann haben wir noch diese, die sich hier befindet. Und ich würde sagen, die organisieren wir einfach zur Home Guard mit dazu. Dann müsste eigentlich die America Group, oder habe ich jetzt die falsche ausgewählt? Ach so, ja, nee, okay, die kommt dann hier auch nochmal in die Trainingsgruppe mit rein, da oben. So, das heißt, das können wir auflösen und damit ist der Schauplatz Amerika entsprechend auch aufgelöst. So, das wäre dazu. Dann müssen wir ein bisschen, zur Produktion mal übergehen. Und zwar, ich habe mir auch mal alle Kapazitäten im Moment angeguckt. Ich würde sagen, wir brauchen eigentlich die Ausrüstung, aber es gibt einen anderen dringenden Punkt, wo wir was machen müssen. Erstmal nehme ich ein bisschen von den Motorisierten weg. Da brauchen wir nicht so viele. Machen wir nochmal nur 3. Und von den Brand Carriern nehme ich auch 2 weg. So, und ein großes Thema. Haben wir jetzt noch freie Fabriken? Nee, die sind jetzt irgendwo geschluckt worden durch die mittleren Panzer. Ja, das ist ein bisschen blöd. Hier nehme ich... Ich nehme auf jeden Fall hier 2 nochmal raus. Okay, jetzt ist das ist jetzt doof, dass ich das nicht feintunen kann.
Wie machen wir das? Jetzt haben wir sehr, sehr viel Offensiven haben wir jetzt rausgenommen. Das war nicht der Plan. Egal, wir machen mal Folgendes. Wir haben nämlich ein Problem wirklich bei den Jägern. Ich setze hier nochmal eine rein und bei den Luftnahunterstützung eine rein. Und dann stocke ich die mittleren Panzer wieder auf. So. Weil, was mir aufgefallen ist, hier in den Verstärkungen, da wird komischerweise nicht... werden nicht angezeigt, wo die Flugzeuge noch gebraucht werden oder wie viele. Das sieht man meines Erachtens nirgendwo. Also wenn ihr wisst, wo man das sieht, sagt mir das gerne. Mir ist das jetzt erstmal nochmal richtig aufgefallen. Das sieht man hier in der Übersicht. Wenn man sich zum Beispiel das hier anguckt, sehen wir, dass wir eigentlich planmäßig 800 Jäger haben sollen. Und wir haben nur noch 474. Das ist Wahnsinn. 464 Luftnahunterstützung sollen wir haben. Wir haben 283. Also, das ist dramatisch. Wir müssen eigentlich die Produktion der Jäger deutlich, deutlich aufstocken. Gut, das könnte ich eigentlich direkt schon mal mit ansagen, dass hier mehr reinfließen soll. Ich würde sagen, auf jeden Fall hier nochmal 5, wenn wir das denn haben. Nee, bei der Luftnahunterstützung nur 2 mehr. Und bei den Jägern da 5. So, dann haben wir noch einen General, den ich gefunden habe. Ist jetzt vielleicht ein bisschen primig. Der Cylon-Mann, der kriegt hier nochmal Guerillakämpfer, passt ganz gut. Ja, und dann sind wir erstmal soweit durch. Dann heißt es, wir können jetzt hier so ein bisschen sortieren und überlegen, wo wir starten. Und ich habe mir überlegt, also erstmal wurde ich darauf hingewiesen, dass die Elbe hier breiter ist als da unten. Hier gibt es einen 50% Malus, hier einen 30% Malus. Dann wurde ich darauf hingewiesen, dass es einen wunderbaren Shortcut gibt, M. Und der blendet alle anderen Divisionen aus. Und das ist natürlich eine super Erleichterung. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr hilfreich. So, und jetzt ist die Frage, wo greifen wir an? Und ich habe immer einen Punkt ausgesucht, der, glaube ich, ideal ist, was die Frontbreite betrifft. Und das ist dieser Punkt hier. Und zwar, wir können hier von 1, 2, 3, 4 Provinzen aus angreifen, von 4 Frontabschnitten, und das sollten wir jetzt vorbereiten. Hier stehen schon 4 Divisionen. Ich habe hier auch ein bisschen umdisponiert, ihr seht, deswegen ist viel in Bewegung. Die 3 schicken wir jetzt mal dahin. Die 4 schicken wir dorthin. Okay, was haben wir dann hier noch stehen? Und dann haben wir noch diese 4. Die kommen dorthin und dann haben wir unsere Panzer. Die wollten wir eigentlich hier unten einsetzen, aber das ändere ich. Die Panzer. Ja. Vielleicht ziehe ich die dann auch nur nach. Ich weiß nicht, ob es nicht zu hart ist, die über dem Fluss. Ich glaube, ich ziehe die nur nach. Die werden wir hier im Rückraum, beziehungsweise die werden wir hier stationieren, aber nicht einsetzen. Müssen wir darauf achten. Gut. Das ist jetzt die Vorbereitung des Vorstoßes über die Elbe und wir lassen jetzt erstmal wieder ein bisschen laufen und schauen, wie sich alles sortiert und bewegt. Halt! Ganz vergessen, wir haben einen Forschungsplatz frei, den müssen wir füllen und jetzt geht es um das Thema Marine. Ja, und eigentlich bräuchten wir neue moderne Schlachtschiffe und neue moderne Flugzeugträger. Die Frage ist, ob das überhaupt noch rechtzeitig ankommt, bevor wir irgendwie mit Japan in den Kampf geraten. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen irgendwann anfangen. Insofern starte ich mal mit der Forschung an diesem Flugzeugträgerrumpf von 1940. Ist auch nicht mehr der modernste, aber ich glaube, das reicht dann erstmal. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, hier den supermodernsten hier zu erforschen. Und immerhin haben wir hier sogar eine entsprechende Industrie, die uns dabei hilft. Okay, alles andere ist im Moment nicht relevant. Das können wir mal wegnehmen. Und dann bereiten wir hier unseren Angriff über die Elbe vor. Beziehungsweise wir blenden mal wieder die anderen Geschichten ein, um zu sehen, was die Franzosen so machen. Ja, auf hoher See scheint im Moment nicht viel los zu sein. Auf jeden Fall, wenn alle in Stellung sind, dann schlagen wir los. Oh, ha, das ist ja interessant. Es beginnt hier direkt schon eine Offensive der Franzosen. Und zwar genau an der Stelle, die wir eigentlich auch auserkoren hatten. Haha, das ist ja nun wirklich interessant. Was machen wir da? Ich würde mal sagen, wir warten mal ab, wie das läuft. Und wenn die Franzosen... Also es bringt jetzt nichts, wenn wir da auch mit einsteigen. Aber wenn die Franzosen zurückgeschlagen werden sollten, dann werden wir sofort nachhaken. Und dann ist der Gegner vielleicht noch erschöpft in dem Moment.
Vielleicht können wir das aber insofern... Nee, wir lassen das mal so. Wir lassen das mal so. Möglicherweise ist die ganze Sache auch erfolgreich. Das wird sich zeigen. Aber ihr seht es schon, es ist schwierig, es wird gut verteidigt mit hohen Werten und der Angriff ist in dem Moment auch schon zumindest teilweise abgebrochen worden. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn wir jetzt da mit reingehen, dann werden wir, glaube ich, nicht viel erreichen. Wir lassen das nochmal auslaufen, diesen Angriff. Wobei, wenn wir hier mit rein starten, dann müsste das eigentlich ein neuer Angriff sein, oder? Nee, ist es natürlich nicht. Ist es natürlich nicht. Na, die werden das gleich abbrechen. Ja, die werden das gleich abbrechen. So, jetzt ist das zu Ende und jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir und die Frage ist, man müsste natürlich, eigentlich müsste man auch noch Entsatzangriffe machen. Ah... Also, mit denen starten wir voll hier rein, das ist klar. So, dann haben wir die vier, mit denen starten wir auch voll hier rein. Dann würde ich sagen, nehmen wir, teilen wir hier die beiden mal auf. Zwei gehen hier ebenfalls mit rein und die anderen beiden greifen hier mit an, um zu verhindern, dass dort welche reinkommen. Und so machen wir das hier auch. Zwei... Wir warten mal den Angriff ab. Zwei unterstützen. Und zwei gehen hier gesondert mit rein, um da den Nachschub zu verhindern. So. Leibhacht britische Malaya. Nehmen wir mal an. Zusatzausrüstung und Zusatzausrüstung. Da sind wir auch ein bisschen schwach. So, dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Sieht ein bisschen besser aus als bei den Franzosen. Ja. Hier haben wir die Flussüberquerung. Minus 36. Aber die Angriffe werden hart zurückgeschlagen. Ja, das war's schon. Ja, das Blöde ist, wenn die Unterstützung nicht rechtzeitig da reinkommt, dann geht der Angriff immer flöten, geht immer kaputt. Das ist blöd, aber was soll's. Wir müssen es einfach immer weiter probieren. Wir müssen warten auf den richtigen Moment. Aber das wissen wir ja nicht, weil wir nicht wissen, wie der Gegner auf der Gegenseite steht. Naja, mal gucken. Jetzt haben wir erstmal Jahreswechsel, 31. Dezember 42 und ein Schwerpunkt ist abgeschlossen worden. Die Produktion von Flugzeugen bleibt unsere höchste Priorität. Wir müssen die London Aircraft Production Group gründen, um alle verfügbare Produktion im Bereich der Luftfahrt zu koordinieren. Produktionskosten der Jäger sinken, das ist super wichtig für uns aus genannten Gründen. Wir machen weiter, entsprechend der neuen Doktrin Flotte. Britannien herrscht über die Meere, das bringt uns dreimal 100% Forschungsbonus für Marine Doktrin. Auch das wird wichtig sein und danach gibt es noch andere gute Sachen, die wir damit machen können. So. Die Einheiten sind noch nicht ganz wieder einsatzfähig. Ich bleibe mal so, damit wir einen besseren Blick darauf haben. Ja. Okay, wir haben den 1. Januar. Die sind noch nicht wiederhergestellt, aber die Franzosen starten. Ah, los, dann machen wir mal eine Unterstützung. Ah, die haben hier Versorgungsprobleme. Dann unterstützen wir das mal insofern, dass wir mit vier Divisionen jetzt hier reingehen. Und die drei, keine Ahnung, ob es hilft, supporten das hier. Die anderen erholen sich ein bisschen. Mal schauen. Da haben wir natürlich keine Chance bei diesem Flussübertritt. Wir haben auch Nachschubprobleme hier. Ja, das ist schon heftig. Wir haben hier zu viel stehen in dem Bereich. Das ist definitiv so. Sehe ich jetzt erst leider zu spät. 57, 39, das ist übel. Okay, was wir tun können, wir können die Panzer abziehen. Die können wir aus dem Bereich abziehen. Das entlastet sich ja ganz schön, weil die verbrauchen ziemlich viel. So, der Angriff ist schon zurückgeschlagen worden da oben. Vielleicht haben die anderen ein bisschen mehr Glück. Ist die Sache jetzt ein bisschen besser geworden? Sind die Panzer raus aus dem Gebiet? Ja, sind sie. 51, 39 ist immer noch unangenehm. Aber es ist halt blöd. Ich meinte, wenn man eine Offensive macht, dann muss man auch da sein, ne? Hier scheinen allerdings die Franzosen erfolgreicher zu sein in ihren Angriffen. Naja, immerhin vielleicht können wir bis zu der, also immerhin können wir vielleicht bis zum Fluss hier vorstoßen. Wir werden sehen. So, der Angriff ist erneut zurückgeschlagen worden.
Ja, wie viel stehen dort? Ich sehe nur ein Panzer, aber da kann natürlich mehr kommen. Wir machen es nochmal, auf dieselbe Art und Weise. Wir greifen hier an, wir greifen hier an. Wir greifen hier mit der Hälfte an, mit der anderen Hälfte. Wobei, das ist eigentlich läppisch. Hier machen wir es mal. Mit der Hälfte hier und mit der anderen Hälfte dort. Und dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Wir haben die nächste Forschung abgeschlossen. Das ist gut. Das ist gut. Es gibt uns hier Punkte im Nahkampf. Und ja, ich gehe weiter in den Bereich Marine, glaube ich. Und zwar, wenn wir schon dabei sind. Ja, wir sind bei den Flugzeugträgern, ne? Wir werden, glaube ich, auch mal hier weitermachen bei diesen Geschichten. Zum Beispiel solche Sachen wie Peilpanzer, brechende kleinkalibrige Munition bringt eben plus 5% und so weiter. Das kann dann alles sehr, sehr bedeutsam sein und verbesserte mittlere Batterie und sowas alles. Das hilft ja auch den alten Schiffen. Das ist ja das Entscheidende, ne? Also erforschen wir das auch mal. Leibpacht Australien, sehr schön. Ich glaube, war das Pax oder Artillerie? Ich weiß es nicht genau. So, wir sehen hier. Ich meine, die Panzer sind schon ziemlich angeschlagen, die verteidigen, aber es ist einfach heftigst. Immer nur noch minus 6%. Aber die Angriffe werden zurückgeschlagen. Hier gab es mal einen Fortschritt tatsächlich. Hier gab es einen Fortschritt. Aber die Elbe ist natürlich nicht überstritten worden. Auch dieser Angriff war ohne Erfolg. Oh mein Gott, ich ahne schon, hier werden viele, viele unserer Soldaten sterben am Strand der Elbe. Mit diesen Eindrücken beenden wir erstmal diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.